Hey, Sotte Leon hier mit einem neuen Video aus Escape from Tarkov. Es gibt Tage in diesem Spiel, da werden wir mit Loot zugeworfen, da funktioniert irgendwie alles und wir gehen mit Rucksäcken voller Gear aus den Raids. Aber diese Tage sind extrem selten gesät und viel häufiger ist es der Fall, dass Tarkov richtig, richtig fies zu uns sein kann und auch nur den kleinsten Fehler gnadenlos bestraft. Und einen solchen Raid habt ihr hier jetzt vor euch. Ich kann euch auf alle Fälle sagen, er ist spannend, er ist lehrreich und ich habe eine ganze Menge Zeit gebraucht, um ihn zu verdauen. Trotzdem denke ich, eine schöne Runde, auf alle Fälle die intensivste der letzten Tage und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bin selber still. Okay. Das ist eine SV-98 auf der anderen Seite. Die wird hoffentlich nicht nur einmal schießen. Das sind zwei. Чувак, посрался! Ты где? Вон он, сука! Scheiß Lücke hier. Thank you.
welche sind denn hier noch? Okay. Ich brauche eine Möglichkeit, hier auf den Stein zu gucken. Auf den Felsen links von mir. Ohne dass die mich sehen. Da oben ist er. Bingo. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich da oben raufkomme, aber das klären wir später. Ich muss jetzt so höllisch aufpassen hier. Das kann der Typ mit der M1A gewesen sein, das muss er nicht gewesen sein. So, der Typ mit der Granate ist hier gestorben, ne? Ja. Hier.
Da liegen die beiden Leichen, die ich erschossen hatte. Als erstes. So, ich gehe jetzt hier rüber, in der Hoffnung, dass niemand mehr da ist. Und ich will nicht über die offene Fläche erstmal laufen. Also er liegt da oben. Fuck. Da ist noch einer. Nein! Oh, Scheiße! Der Headshot hat nicht gesessen. Und er trifft mich sofort. So. Der Raid ist vorbei. Ich bin tot. Eine Unachtsamkeit hat mich das Leben gekostet. Nämlich hier, nachdem ich den Spieler gesehen habe, nicht mich ordentlich zurückzuziehen. Und letzten Endes war ein Augenzwinkern schneller als ich, beziehungsweise mein Schuss ging ganz knapp neben sein linkes Ohr anstatt in sein Gesicht. Und so ist Tarkov. Von daher, macht's gut, bis zum nächsten Mal.